Wenn du auf der Suche nach einem Einbau-Kaffee-Vollautomaten bist, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Heute möchten wir euch nämlich drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. Da sollte mit Sicherheit was Passendes für euch dabei sein. Viel Spaß und also beim Zuschauen. Für weitere Infos zu den Modellen oder um eines auch zu bestellen, könnt ihr gerne mal einen Blick in die Videobeschreibung werfen. Dort haben wir euch unter diesem Video auch alle drei Geräte verlinkt. Lasst uns nun aber gleich mit dem ersten und auch günstigsten Modell im Vergleich starten. Es geht um den CTL Serie 8 von Bosch. Dieser smarte Einbau-Kaffee-Vollautomat besitzt eine Abmessung von 45 x 56 cm. Er ist mit oder auch ohne die Home Connect-Funktion erhältlich. Mit der Home Connect-Funktion lässt sich das Modell auch in das IoT, also Internet of Things-System von Bosch einfügen. So kann man verschiedene Geräte miteinander vernetzen und sie auch mit der Bosch Home Connect-App steuern. Neben dieser Möglichkeit überzeugt das Modell aber vor allem durch seine Kaffeespezialitäten. Die Auswahl hat man hier zwischen unzähligen verschiedenen Variationen, angefangen von normalen schwarzen Kaffee bis hin zu Espresso oder auch unzähligen Milchkaffeegetränken. Jede Kaffee- oder auch Milchspezialität ist mit nur einem Tastendruck auch für zwei Tassen gleichzeitig zu brühen. Man kann die Getränke aber auch individuell nach den eigenen Vorstellungen anpassen und sowohl die Größe, Temperatur als auch Kaffeestärke individuell anpassen. Diese individuellen Getränke lassen sich dann auch mit seinem Namen in 8 verschiedenen Profilen abspeichern. Überzeugend tut das Modell zudem durch die Aroma Double Shot Funktion. Durch diese kann extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch 2 Mahl- und Brühvorgänge hergestellt werden. Außerdem überzeugt der Coffee Sensor Pro. Das ist eine Funktion des Mahlwerks, durch das es sich automatisch jeder Bohnensorte anpassen kann. Zu guter Letzt überzeugt uns hier die Bedienung. Angesprochen haben wir schon die One-Touch-Funktion. Generell funktioniert die Bedienung hier über hochwertige Bedientasten, Regler und Touchscreens. Das Modell kommt auch mit minimalistischem Design und fügt sich so vor allem in besonders hochwertige und moderne Kücheneinrichtungen hinein. Tatsächlich handelt es sich bei der Serie 8 von Bosch auch um das beliebteste Modell im Vergleich. 4,5 von 5 Sternen hat sie im Durchschnitt erhalten. Mehr Infos zu diesem Modell mit den Bewertungen und der Möglichkeit, den Vollautomaten auch zu bestellen, habt ihr über den ersten Link in der Videobeschreibung. Bleibt aber auch gerne dran, denn zwei weitere Modelle möchten wir euch ja noch vorstellen. Als nächstes den IQ 700 Einbau-Kaffee-Vollautomat von Siemens. Auch dieses Modell kann durch viele verschiedene Funktionen überzeugen. Hineinpassen tut es in Nischen von 54 cm Breite, 48 cm Höhe und 67 cm Tiefe. Da das Modell aus demselben Hause kommt wie Bosch-Vollautomaten, besitzt es auch ganz ähnliche Funktionen. Dazu gehören der schon erwähnte Coffee-Sensor, das intelligente Mahlwerk, welches sich der jeweiligen Bohnensorte anpasst, die Aroma-Double-Shot-Funktion, womit ein extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch einen doppelten Mahl- und Brühvorgang hergestellt wird, die Automilk-Clean-Dampfreinigung nach jedem Getränk, und auch die One-Touch-Funktion. Egal ob Latte Macchiato, cremiger Cappuccino oder extra starker Espresso, mit One-Touch-Function kann der Kaffee-Vollautomat den vollendeten Kaffeegenuss ganz einfach und komfortabel mit nur einem Tastendruck brühen. Hinzu kommen bei der IQ 700 zum Beispiel auch das Senseo Flow System. Hier wird die ideale Brühtemperatur eines perfekten Espressos zwischen 90 und 95 Grad aufrechterhalten. Dieses einzigartige System sorgt dafür, dass das Wasser immer auf die richtige Temperatur erwärmt ist und das während des gesamten Brühvorgangs. So garantiert der Hersteller einen meisterhaften Espresso mit maximalem Aroma. Weitere Vorteile sind hier auch das geräuscharme, aromagekapselte Premium-Mahlwerk aus hochwertiger Keramik. Dieses mahlt die wertvollen Bohnen besonders schnell, aber auch besonders leise. 3 verschiedene Mahlzonen kann man hier einstellen, sowie auch noch weitere Dinge wie die Füllhöhe, Temperatur, als auch das Milchverhältnis. Seinen Lieblingskaffee kann man so also mit nur wenigen Einstellungen herstellen und ihn auch in verschiedenen Benutzerprofilen abspeichern. Die Steuerung funktioniert hier über eine sehr minimalistische, aber hochwertige Oberfläche. Dabei haben wir ein kleines Farbdisplay, wenige Tasten und einen Bedienregler. Alles ist auch hier sehr schlicht und modern gehalten, womit sich der Kaffee-Vollautomat super in hochmoderne Einrichtungen einfügt. Mehr Infos zur IQ 700, dem Einbau-Kaffee-Vollautomaten der Mittelklasse, über den zweiten Link in der Beschreibung. Bleibt nun aber auch noch bis zum Schluss dran, denn einen letzten integrierten Vollautomaten möchten wir euch noch vorstellen. Es handelt sich um die Einbau-Kaffeemaschine CKS von Neff. Dieser sorgt ebenfalls mit verschiedenen Zusatzfunktionen für einen ganz besonderen Kaffee. Dabei ist auch hier zum Beispiel wieder die Senseo Flow-Technologie. Diese sorgt dafür, dass der Kaffee immer das perfekte Aroma hat, da die Wassertemperatur immer auf die perfekten Werte erhitzt wird.
Auch dabei ist hier natürlich die individuelle Tassengrößen, Tassenstärke und auch Milchschaummenge. Bis zu 8 Lieblingsgetränke lassen sich auch beim Neff-Einbauvollautomaten abspeichern. Das Modell, welches in Nischen von 45 x 59 cm hineinpasst, überzeugt vor allem durch seine ziemlich geringe Tiefe. Das Modell ist lediglich 37,7 cm tief und damit das insgesamt kompakteste Gerät im Vergleich. Auch dabei beim Neff-Vollautomaten ist die Aroma Double Shot Extra Funktion. Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch 2 Mahl- und Brühvorgänge. Auch sind hier verschiedene direkt auszuwählende Getränke dabei. Mit nur einem Knopfdruck lassen sich alle gängigen Kaffeesorten wie auch Kaffee Crema, extra starker Kaffee, Espresso, Cappuccino oder normaler schwarzer Kaffee brühen. Auch 2 Tassen gleichzeitig lassen sich mit nur einem Knopfdruck herstellen. Besonders am Modell ist noch der ziemlich große und auch höhenverstellbare Kaffeeauslauf. Damit lassen sich unter das Modell auch bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser stellen. Und zu guter Letzt möchten wir beim Neff Kaffee Vollautomaten die starken Kapazitäten ansprechen. 2,4 Liter sind es beim Wassertank, 500 Gramm beim Bohnenbehälter und nochmal 500 Milliliter beim Milchbehältnis. Im Endeffekt auch ziemlich ähnlich, was die Funktionen angeht, wie das Bosch und Siemens Modell. Unterscheiden tun sich alle drei Modelle nur in der Bedienung, wobei das eben vorgestellte Neff Modell mit einem simplen Schwarz-Weiß-Display und ebenso simplen Sensor-Touch-Tasten kommt. Mehr Infos zu diesem vor allem besonders kompakten Einbau-Kaffee-Vollautomaten von Neff über den dritten Link in der Beschreibung. Wie gesagt, ist der größte Punkt, in dem sich alle Modelle unterscheiden, die Optik. Am besten gefällt uns hier die vom zuerst vorgestellten Modell, dem Bosch Serie 8 Automaten. Natürlich ist das aber auch Geschmackssache. Für welchen integrierten Vollautomaten habt ihr euch entschieden oder habt ihr noch eine Frage? Lasst uns das alles gerne mal in den Kommentaren wissen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit eurem neuen Kaffee-Vollautomaten.